Ja. Mhm. Da hast du nur den Anfang mitgekriegt. Nein, ich habe alles mitbekommen. Der eine war. Hast du den Wundermax mitgekriegt? Wundermax? Ich muss ja entscheiden. Ja, du, der meint, dass es nichts Größeres als wahre Liebe gibt, abgesehen von einem Thunfisch, Hammel, Salat, so, ja. Tomaten-Sandwich, bei dem die Hammel ganz saftig ist und die Tomate ganz frisch. Junge, ein Genie. Boah, nee, da hängen jetzt schon wieder LGBTQ-Fahnen an der Straßenbahn. Es ist. Ich akzeptiere es. Ja, es ist ich nicht. Ich akzeptiere, dass es Leute gibt, die das ausleben wollen. Ah ja, was war das? Ja, das ist doch alles, es ist alles okay. Aber Leute, die übertreiben, das finde ich unfair. Also nicht unfair. Ich finde das übertrieben, meine. Ja, es ist die zwingen das einem absolut auf. Nächste Haltestelle. Ich meine, es ist schön und gut, dass es da ist. Ich habe nichts dagegen. Jeder soll es machen, was er will, Aber man soll immer andere Leute irgendwas machen. Es ist doch so. Die klatschen diese Fahnen überall hin. Man kann nirgendwo mehr hingucken. Junge, Mama. Man geht durch die Stadt und überall bei jeder fucking Straßenbahn. Nein, wir müssen fahren. Junge, das triggert halt einfach mal. Es ist nur ein Regenbogen. Ja, aber da gibt es ja Leute, die damit übertreiben. Das ist das Problem. Ja, ja. Deswegen ist halt, wenn du einem von denen sagst, guck mal, da ist eine Fahne von einem Regenbogen. Ich bin jetzt an unser aufgezwungen. Ich bin die Schweiz. Nein, sag ich trotzdem nicht. Fertig. Ich habe die Schweiz. Ich bin der Thomas. Ich weiß nicht, Thomas schafft sich raus, allen rauszuhalten. Das stimmt. Das liegt aber auch daran, dass ihn aber nicht interessiert. Okay. Doch, sein Zopf interessiert ihn. Das stimmt. Seine Haare sind nämlich schon wichtig. Ich bin ganz stolz uns gezeigt. Aber ich weiß nicht, wie ihr enttäuscht war, als ich die zu kurz geschnitten habe. Es sah aus wie Jesus. Und wir sind jetzt auch mit dem und diese Schneide zu fahren. 30. Scheiße. Dann soll ich um 27 ankommen. Ja, zur Stimmt. Lauf zu den nächsten Minuten. Zur Not ist der Teufel fliegen. Was war das jetzt schon wieder für ein Spruch? Was? Das ist ein Sprechwort. Ja klar, es ist ein Sprechwort. Was ist mein Sprechwort, das ich gedroppt habe? Ja, und das ist ungültig. Das stimmt. Ja, der ist jetzt mal aufgesprochen. Warum hast du das nicht gerade? Scheiße, ich hab auch Montag aus Freitag geguckt. Guck mal, das hat keine Ahnung. Fuck, Digga. Dann fährt der 10 Minuten später oder so. Der fährt um 22:02. Vielleicht hat er das ja auch verstanden. Dann hast du deinen Eltern gesagt, dass du kommst. Um 10? Ich sag, du hast auf den falschen Plan geguckt. Glauben wir jetzt schon. Ich meine, du hast es ja. Warum fährt er aber auch jede Stunde nur Samstag? Da hieß so, dass der jede Stunde fährt. Oder vergiftet deine Eltern und sagt denen danach, dass es nicht übertragen war. Mein Zug fährt nie. Ja, oder so. Ja, aber immer jede Stunde. Manchmal, jetzt sind wir nicht mehr. Ja, warte mal, wo wohnst du überhaupt? In unserem Haus. Ach so, ja, weg. Stimmt. Nein, vielleicht kann ich auch schon 240 daneben. Oh, Mann.